Ja, ich heiße euch willkommen und möchte euch auf einen besonderen Kurs an der ICHP Akademie hinweisen. Und zwar geht es um den Block Arbeit mit Anteilen des Unterbewussten, Milton Erickson und Sporthypnose. Und ja, gut, ich denke mal, zu Milton Erickson brauche ich nicht so viel zu sagen. Es geht um die Sprachmuster und um die besonderen Techniken, die seine Arbeit ausmachen und wie wir die halt effektiv nutzen können. Zu dem Sportblock möchte ich ganz gerne was sagen. Das sind also praxisorientierte Modelle, die wir halt in verschiedenen Sportarten halt ausprobiert haben, in die Praxis umgesetzt haben, die halt sehr gut funktioniert. Also es ist so ein Transfer für die Praxis von der Praxis, ne? Also der Austausch, wie kann ich halt die hypnotischen Techniken sehr gut in dem Sportcoaching nutzen. Und es geht nicht nur um die Techniken, sondern auch, wir erklären euch halt in dem Kurs auch, wie ihr damit Marketing macht, wie ihr Kunden gewinnt, wie ihr an Aufträge rankommt, was man dort gut für Modelle machen kann, die gut funktionieren. Und der dritte Tag, das ist so mit einer auch meiner Lieblingstechniken. Die meisten Teilnehmer sagen auch, dass es nochmal so einen Schwung gibt für die Hypnosearbeit, ist das Arbeiten mit Anteilen des Unterbewusstseins, wo halt es darum geht, eben das, was wir so im Volksmund Engelchen und Teufelchen, wo wir diese Zerrissenheit haben, gehe ich in die Richtung oder gehe ich in die Richtung. Hier geht es im Prinzip darum, mit den einzelnen Anteilen eben zielgerichtet zu arbeiten und so die Veränderung für die Teilnehmer hinzubekommen, für unsere Klienten. Und das ist halt auch ein sehr schönes Format, was man in der Hypnose gut durchführen kann. Und ja, das ist so das, worauf ich euch gerne aufmerksam machen würde, weil es eine ganz spannende Kombination ist an diesem verlängerten Wochenende. Und mich würde es freuen, wenn ihr kommt und ich euch in der Akademie begrüßen kann. Bis dahin, euer Andreas.